Wieder wurde in Berlin ein Mann angegriffen, weil er Jude ist. Das Ganze wurde gefilmt und die Aufnahmen, die machen wirklich sprachlos. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Bild Live. Ja, gestern Abend wurde ein 21-jähriger Mann in Berlin-Prenzlauer Berg attackiert. Ein Mann schlug mit einem Gürtel mehrmals auf ihn ein und beschimpfte ihn. Der Angegriffene, der filmte das Ganze und stellte dieses Video ins Netz. Und da schauen wir mal eben rein. Ich filme dich. Ich filme dich. Ich filme dich. Wir werden sehen. Du wirst sehen. Juden oder nicht Jude. Du musst damit klarkommen. Du musst damit klarkommen. Daddy, ruf die Polizei an. Heute wurde ein kurzfristiges Pressegespräch einberufen hier in Schöneberg im Restaurant Feinbergs. Hier genau an diesem Ort hat es im Dezember ebenfalls schon mal eine Hassattacke, eine antisemitische Hassattacke gegeben. Und bei mir ist jetzt Adam, dir ist gestern Abend diese schlimme Attacke passiert. Wie ist es zu dem Vorfall gekommen? Erstmal, das finde ich sehr traurig und ich bin enttäuscht. Erstmal bin ich enttäuscht, weil da waren so viele Leute, die das alles gesehen haben, aber von den vielen Leuten hat nur eine Frau irgendwas dazu gesagt und reagiert überhaupt. Wir sind gestern, ich und mein Kumpel, zur Bahnhaltestelle ganz normal gelaufen mit einer Kippa. Und von der anderen Seite der Straße, da waren drei Jungs, die angefangen haben, uns zu beleidigen, als sie gesehen haben, dass wir Kippa aufsetzen. Wir haben sie erstmal ignoriert und wir sind dann weiter gelaufen. Irgendwann hat mein Kumpel, dass sie aufhören sollen und dann ist einer zu mir gekommen und hat seinen Gürtel rausgenommen und der hat angefangen, mich mit dem Gürtel zu hauen. Man hat ja auch im Video gesehen, dass du schlimme Verletzungen davon auch getragen hast. Wie geht es dir jetzt? Musstest du zum Arzt? Mir geht's gut, nicht bestens, aber gut. Ich konnte die Nacht nicht schlafen, weil ich ein bisschen Schmerzen hatte. Aber es ist eher so seelisch und nicht physisch. Du hast ja intuitiv wahrscheinlich dein Handy gezogen, das Ganze gefilmt und festgehalten. Wie geht es dir, wenn du diese Aufnahmen jetzt siehst? Ich bin sehr traurig, das zu sehen. Und ich bin auch gleichzeitig froh, dass mit dem Video konnte man irgendwas machen. Und ich hoffe bald, dass die Täter finden werden, die Polizei. Die Polizei hat auch viel Aufmerksamkeit gezeigt. Und von daher fand ich es wichtig, dass die Situation zu filmen und die Polizei auch dabei zu helfen. Was war das für ein Mann, der dich attackiert hat? Der hat Arabisch gesprochen. Ich kann nicht sagen, was für ein Mann er war, aber der hat einen syrischen Dialekt. Also ich kann vielleicht sagen, dass er ein Syrer war, aber ich bin mir nicht sicher. Du sprachst ja schon an, dass die seelischen Schmerzen wahrscheinlich schlimmer sind als die körperlichen. Wie ist das, wenn du jetzt auf die Straße gehst, vielleicht auch mit Kippa? Fühlst du dich noch sicher hier in Berlin? Nein, nicht wie ich gedacht habe, weil am Anfang also ich habe die Kippa vor ein paar Tagen von einem Freund bekommen als Geschenk, als ich in Israel war. Und er meinte, dass ich nicht mit der Kippa einfach rausgehen soll, weil es gefährlich ist. Und ich habe es ihm nicht geglaubt. Und ich habe es ihm gesagt, dass sowas passiert in Deutschland nicht und nicht mal in Berlin. Und da waren keine 5 Minuten ab dem Moment, als ich rausgegangen bin mit der Kippa, wurden wir attackiert. Von daher, ich glaube, dass es ein bisschen
dass ich ein bisschen Angst habe jetzt und dass ich ja auch enttäuscht bin. Bei uns ist auch Joray Feinberg und Joray, dir ist im Dezember eine ähnliche Hassattacke passiert, genau hier eigentlich vor deinem Laden. Du hattest eine Zigarette geraucht und dann kam ein Mann und hat auf dich, eingeprügelt nicht, aber verbal auf dich, ist er auf dich losgegangen. Wie ist das ausgegangen? Wir haben, meinen Sie von der, was ist mit? Also hat die Polizei jetzt schon den Täter stellen können? Er ist identifiziert und es gibt ein Verfahren gegen ihn, aber ich weiß nicht, was genau wird passieren. Bestraft, nicht bestraft, weiß ich noch nicht. Das öffentliche Interesse war ja im Dezember recht groß und es gab auch viele Leute, die dann Blumen geschickt haben, hier essen waren und gesagt haben, dass sie es mutig fanden, dass du damit an die Öffentlichkeit auch gegangen bist mit diesem Video. Wie hat sich dein Leben vielleicht seit diesem Tag geändert? Ja, ich habe das selbst nicht veröffentlicht. Ein Freund von mir hat das veröffentlicht und ich habe das wirklich nicht erwartet, dass es wird so viel Aufmerksamkeit ziehen. Von der einen Seite sehr viel positiv, vielleicht 1000 solidarische Nachrichten, Besuche, Telefonate, Blumen, Schokolade, und das hat sehr gut getan. Wirklich zu sehen, wie das die Leute, die gute Leute, die wahrscheinlich die Mehrheit hier bewegt hat. Auf der anderen Seite, seit dann sind wir eine richtige große Zielscheibe geworden. Allein vorgestern, jemand hat auf unsere Feuerwehr geschossen, volle Terrasse. Donnerstag, jemand hat die Gäste belästigt, mehrmals. Wochentlich haben wir vielleicht vorbekommen irgendwelche unangenehme Fälle. Jetzt ist es fast täglich geworden, manchmal mehrmals am Tag. Was geht dir da durch den Kopf, gerade wenn man jetzt diesen aktuellen Fall mitbekommt, wo ein junger Mensch so brutal attackiert wird auf der Straße? Ist man da wütend, traurig, enttäuscht, verletzt oder wie denkst du darüber? Alles zusammen, eine Cocktail. Es ist wirklich schade, was passiert hier in Deutschland. Deutschland hat so eine große Fortschritt gemacht. Wirklich, als ich nach Deutschland kam vor 6 Jahren, ich war überrascht, wie Deutschland schon mich empfangen hat. Und seit dann, in der letzten Zeit, vielleicht wegen der Aufmerksamkeit, ich merke wirklich, dass es gibt hier sehr viele Leute, die uns schlecht tun wollen. Und du hast genau wie Adam damals diesen Vorfall auch gefilmt, diese Hassattacke. Und das Video aus Dezember, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir werden alle wieder in Graskammer landen. Alle wieder zurück in eure blöden Graskammer. Keiner will euch. Keiner will euch hier. Was haben wir gemacht, das verrückt uns macht? Du, lass bei das sein, ja? Was russische Scheiße. Wenn Sie sie beruhigen, kriegen Sie. Was ist jetzt passiert, dass Sie müssen so reagieren? Ich muss einfach so reagieren. Nee, Sie gehen auf die Straße und sagen... So brutal. Was ist brutal hier? Das ist brutal. Was? Du willst das hier nicht an. Ich rauche hier eine Zigarette und ich trinke Kaffee. Sie kommen zu mir und beschuldigen mich, dass wir sind verrückt. Warum? Weil ich Zigarette und Kaffee rauche? Weil du hier bist. Und? In meinem Land. In meinem Land. Du willst das mit meinem Geld? Bleiben Sie bitte kurz weg, weil Sie gucken mich an. Hör mal, du willst, dass ich Sie mit meinem Geld schütze? Mit meinem Geld? Wissen Sie, wie viel Steuern ich zahle? Ich zahle. Sie spucken mich an. Bleiben Sie weg. Du kannst deine Steuern bezahlen. Sie spucken mich an. Bleiben Sie bitte ein paar Meter entfernt von mir. Geh doch weg von hier. Geh doch weg. Geh weit weg. Was willst du hier? Okay. Euch lieben wir nicht. Und was willst du hier? Ja, ich weiß das. Warum bist du hier? Gut. Euch lieben wir nicht. Und was willst du hier? Bei euch geht nur um Geld. Und bei Ihnen nur um Hass. Bleiben Sie bitte weg von mir, weil Sie spucken, okay? Ich? Und du hast keine Heimat. Nicht in Israel dürfen wir leben und nicht hier. Du hast aber keine Heimat. Das ist Antisemitismus. Nein. Ja, bin ich auch. Ja? 4 Millionen? Scheiße. Du kriegst auch deine Rechnung.
Du kriegst deine Rechnung. In 10 Jahren bist du nicht mehr, lebst du nicht mehr. Ach so, Morddrohung. Ich werde tot sein. Nein, in 10 Jahren lebst du nicht mehr. Warum? Warum? Weil sie werden mich umbringen, oder was? Nein, ich doch nicht. Ey, ich bin doch nicht Hitler. Diese Scheiße geht nicht hier. Warum? Weil es ist nicht mein System. Polizei! Jugendlügen. Nehmen Sie mal die Hände runter. Jugendlügen. Ich habe nie kein Gespräch mit euch geführt. Sie haben uns bedroht mit Mord. Bedroht habe ich euch? Mit Mord bedroht? Ja. Oh, du bist eine Lügensau. Bitte bleiben Sie weg von mir. Jetzt geht's los. Ja? Bitte verlassen Sie diese Örtlichkeit, wenn Sie nichts verloren haben. Okay. Hören Sie auf, Leute zu beleidigen. Okay. Insbesondere Juden. Na, okay? Ich beleidige niemanden. Ich war nur 70 Jahre Krieg zwischen Palästinensern und Juden. Okay. Finde ich gut. Meine, Sie sind ja auch offensichtlich angetrunken. Ja. Ja. Deswegen bin bitte, ich auch. Bitte einmal des Platzes. Okay. Okay? Gut, Chef. Ja, das war das Video von der verbalen Hassattacke, die du hier erlebt hast. Was würdest du jungen Menschen wie Adam empfehlen? Wie sollte man mit diesem Hass und der Angst, die man dann vielleicht auch hat, wie sollte man damit umgehen? Ich denke, dass man muss einfach weitermachen. Um ehrlich zu sein, es ist nichts Neues für mich. Seit ich Kind bin, es gibt für mich als Jude Gefahr auch in Israel. Ich kann mich erinnern, dass ich mit Gasmasken in die Schule gegangen bin und bestimmte Rajonen durfte ich nicht betreten. Wichtig ist, was du gemacht hast, das zu melden, zu zeigen, weil viele Leute glauben das nicht. Ich war gestern in der dänischen Botschaft in einer Veranstaltung über Antisemitismus und dort ein Expertenkreis Antisemitismus meinte, dass der Antisemitismus ist so wie immer gewesen war und das ist nicht so schlimm. Und das die ganzen Statistiken sind nicht richtig. 95% von den Fällen sind von der Rechts. Und ich denke, es ist sehr wichtig zu zeigen, wer die Täter sind, zu melden die Taten, damit kann man dann besser handeln. Und Adam, noch eine Frage an dich. War das denn der erste Übergriff oder die erste Anfeindung, die du erlebt hast? Oder ist das für dich häufiger? Nee, das war das erste Mal, aber das war auch mein erstes Mal mit Kippa unterwegs. Von daher, ich weiß ja nicht, wie oft sowas passiert hier. Wirst du die Kippa noch tragen? Ich glaube schon, ja. Dann hoffen wir, dass die Polizei da schnell den Täter ausfindig machen kann und dass er auch Konsequenzen dafür trägt. Was ich noch sagen will, ist, dass es ist sehr wichtig, dass man nicht einfach die Augen zumacht und weitergeht. Mein Kumpel meinte einfach am Anfang wegrennen, aber das finde ich nicht richtig, weil ich habe ja nichts Falsches gemacht. Und sie müssen damit klarkommen. Wenn sie hier in Deutschland leben wollen, dann müssen sie damit klarkommen. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann die Auswahl ist sehr groß. Vielen Dank. Gerne. Ja, und einer, der sich mit dem Täter und den Hintergründen beschäftigt hat, ist Bildreporter Hamza Yanazi. Und er ist jetzt mit mir per Telefon verbunden. Hamza, was wissen wir denn bisher über den Täter? Was weißt du, was konntest du rausfinden? What do we know about the attacker? We know that he's from Syria. He's a Palestinian Syrian. He came from Hama. From the Palestinian refugee camp in Hama city in Syria, and he living in Neukölln in Rixdorf, and he used to go to like many shisha bar in Sonnenallee with his friend, the one who was trying to cool him down in the video. You can continue. What won't you say, the guy? The guy, he's like 22 years old. And his face is famous in the Sonnenallee. Like, everyone knows him, but they don't know where he's living exactly.
Okay, thank you so much for the information. Also der mutmaßliche Täter ist wohl ein 22-jähriger Syrer, der in der Ecke Sonnenallee auch ein bekanntes Gesicht ist. Man kennt ihn dort. Und über den aktuellen Fall, der sich gestern zugetragen hat, möchte ich sprechen mit dem Repräsentant der jüdischen Gemeinde in Berlin, Mike Samuel Dellberg. Herr Dellberg, haben Sie kurz... So, wieder gab es eine Attacke gegen Juden und wenn Sie sowas hören, was geht Ihnen da durch den Kopf? Zunächst einmal, dass ich schockiert bin, dass gerade in einer weltoffenen Stadt wie Berlin eine solche Attacke wieder passieren muss. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass dieses Thema wieder ein Thema geworden ist, weil solche Dinge dürfen nicht unter den Teppich gekehrt werden. Solange das Problem vorhanden ist, müssen wir es ansprechen, damit es auch wirklich gelöst werden kann. Jetzt gibt es ja bei den letzten Vorfällen auch immer wieder, wie wir es bei den beiden Herren gesehen haben, Videos von den Angriffen. Das ist ja zum einen gut, weil man muss darüber sprechen. Da ist auf jeden Fall ein großes Problem, was wir haben. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen gefährlich. Joray Feinberg sprach vorhin von Zielscheibe. Man macht sich etwas zur Zielscheibe und ist möglicherweise neuen Attacken ausgesetzt. Was würden Sie denn jüdischen Menschen raten? Wie sollte man mit Angriffen verbal oder körperlich umgehen? Zunächst einmal sollte man ruhig bleiben und sich nicht auf die Provokation einlassen. Selbstverständlich ist es besser, die Polizei oder einen sicheren Ort zu suchen. Wenn man aber wirklich die Kamera rausgenommen hat und die Dinge filmt, wie sie sind, kann das auch abschreckend wirken. Möglicherweise werden dadurch erstens die Täter gefasst und auf der anderen Seite weitere Täter abgeschreckt, die ihre Gesichter dann nicht am nächsten Tag in der Bild sehen möchten. Ja, und trotzdem passiert es immer wieder. Was läuft denn da schief? Also was muss getan werden, damit das endlich aufhört? Ich glaube, dass die Lippenbekenntnisse der Politik endlich aufhören müssen. Es werden die richtigen Dinge gesagt, nur leider werden sie noch nicht ausreichend umgesetzt. Die Verknüpfung zwischen dem, was in der Politik geäußert wird und dem, was in der Gesellschaft tatsächlich umgesetzt wurde, ist noch nicht da. In der Gesellschaft sind die Worte der Politik noch nicht angekommen und es müssen Mittel und Wege gefunden werden, wie das dann doch passiert. Ja, dann vielen, vielen Dank an Mike Samuel Dellberg, Repräsentant der jüdischen Gemeinde hier in Berlin. Und per Skype zugeschaltet ist mein Kollege Hannes Rawig. Und Hannes, du bist jetzt an genau dem Ort, wo es passiert ist, Berlin-Prenzlauer Berg. Wo bist du genau und was für eine Gegend ist das? Also das hier ist mitten das Zentrum vom Prenzlauer Berg. Das ist der Helmholtzplatz da hinten, das Grüne. Der Helmholtzplatz ist bekannt bei Familien. Hier treffen sich junge Leute. Zum Mauerfall war der Prenzlauer Berg weit bekannt, auch über die Grenzen Berlins hinaus, als Szenebezirk, als Ort, wo sich Künstler getroffen haben. Junge Leute unterschiedlichster Couleur haben hier ein Zuhause gefunden und haben eben ein ganz neues Miteinander auch vorgelebt. Dann sind die Mieten angezogen, die Klientel hat sich ein bisschen geändert. Hier sind jetzt wohl situierte bürgerliche Leute zu Hause. Von gelebtem Antisemitismus ist hier keine Spur, anders vielleicht wie in Problembezirken in Berlins, in Neukölln oder Kreuzberg. Da ist sowas eher zu finden, einfach weil die Durchmischung der Bevölkerung mit Migranten aus muslimischen Ländern einfach viel größer ist. Das ist hier im Prenzlauer Berg wirklich nicht der Fall. Es gibt hier auch eine ganz lebendige jüdische Gemeinde. Es gibt hier einen jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee, der 1827 gegründet worden ist. Es gibt eine ganz lebendige Synagoge in der Riekestraße, auch orthodoxe Juden, die hier mit Schläfenlocken und mit schwarzen Hüten bekleidet sind, gehören hier doch täglich, wenn auch nicht jeden Tag, aber sie gehören zum Straßenbild und es ist eben ein ganz normales, friedliches Miteinander. Umso mehr verwundert eben und schockiert die Leute, die ich jetzt hier auf der Straße, in der Lüchner Straße gesprochen habe, die gestern leider alle nicht dabei waren, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, als ich das Video heute vorgespielt habe, haben sie fassungslos reagiert, haben aber auch den Täter nicht identifizieren können, haben gesagt, dieser junge Mann kommt nicht von hier, das ist keiner von uns. Hier ist wirklich das Miteinander friedlich und alle Leute unterschiedlichster Religion, unterschiedlichste Herkünfte leben hier friedlich zusammen. Alle waren wirklich sehr geschockt und haben gesagt, wären sie da gewesen, hätten sie eingeschritten.
Vielen Dank, Hannes Ravik, für deine Einschätzung. Ja, das war es erstmal von uns für heute. Wir hoffen ja jedes Mal, dass es das letzte Mal ist, dass wir über antisemitische Attacken berichten müssen. Aber solange das nicht der Fall ist, werden wir das weiter tun. Und damit noch einen schönen Tag.